sagen, kommen wir zu einem zweiten Thema dieser Diskussion, und zwar zum Ausländerinnenwahlrecht. Da würde ich jetzt wieder Herrn Effler bitten, kurz zu erzählen, wie der Stand der Dinge ist. Ja, und dann wieder wie letztes Mal auch eine Runde auf dem Podium und dann Fragen und Anmerkungen. Ja, im Grunde ist es ähnlich wie beim Wahlalter 16. Wir haben hier eine geteilte Situation. In Deutschland dürfen alle Bürgerinnen und Bürger wählen auf kommunaler Ebene und bei Europawahlen, die einen Pass eines Staates der Europäischen Union haben, also EU-Bürger und EU-Bürger. Alle anderen dürfen das nicht. Egal, wie lange sie hier leben, egal, ob sie hier geboren sind oder nicht. Die Position von Mehr Demokratie ist auch ganz eindeutig. Wir sind dafür, dass alle, die legal in Deutschland leben und eine bestimmte Mindestdauer hier leben, das Wahlrecht bekommen, zumindest auf kommunaler Ebene. Und die andere Ebene kann man nachdenken, kann auch darüber nachdenken, ob man das stufenweise entwickelt. Aber eigentlich finde ich es richtig, dass auf allen Ebenen gewählt werden darf. Die Begründung ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Wahlalter 16. Wir sind der Auffassung, was alle betrifft, bedarf auch der Zustimmung einer. Und Menschen sind betroffen von Politik, wenn sie leben in einem Gemeinwesen. Es kommt nicht auf die Staatsangehörigkeit drauf an, sondern darauf, dass sie hier leben, dass sie Gesetzen folgen müssen, dass sie Steuern zahlen müssen, dass sie natürlich genauso an Rechte und Pflichten gebunden sind wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch. Der einzige Unterschied, den es mal gab, ist eigentlich aber auch schon wieder weg, Gott sei Dank, nämlich die Wehrpflicht, wo man wirklich sagen kann, da gab es einen Unterschied zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern, aber da es sich gibt, sehe ich auch da eigentlich kein Gefälle mehr. Wir würden uns übrigens auch an dem Beispiel vieler Staaten in Europa und in der Welt orientieren. Wir haben 45 Staaten auf der Welt, die ein Wahlrecht auch Bürgern einräumen, die nicht die Staatsangehörigkeit ihres Staates haben. Ecuador, Chile, Nicaragua, Kuba, viele andere Staaten, aber auch in Europa hat die Mehrheit der EU-Staaten ein EU-Bürgerwahlrecht oder ein Kommunalwahlrecht für Nicht-Staatsbürger eingeführt. Ich frage mich, warum das eigentlich in Deutschland nicht möglich ist. Man kann sich darüber streiten, ob man das auf Landesebene ändern kann oder in Berlin. Aber wir sind auch alle viele dafür. Wenn wir ganz kurz zum Schluss noch einen Aspekt hinweisen, den der Fabio Reinhardt schon angesprochen hat. Auch bei dem Thema werdet ihr gleich hören, dass es hier 4-1 steht. Also alle Parteien sind dafür. Ich hoffe, das hat sich nicht geändert. Die CDU ist dagegen. Ich hoffe, es hat sich geändert. Also gefühlt, das hat sich nicht geändert. Und das Problem, was wir haben in der Demokratie, in der realen System der Demokratie, ist, dass häufig solche Mehrheiten überhaupt keine Rolle spielen. Weil wenn es Koalitionsregierungen gibt, dann entscheidet nicht die Mehrheit im Parlament, sondern es entscheiden diejenigen Fraktionen, die an der Regierung sind. Die CDU hat hier in Berlin die Regierungsbeteiligung bekommen und kann, obwohl sie nur 20-25% der Abgeordneten hat, trotzdem verhindern, dass bestimmte Dinge durchgesetzt werden, die eigentlich eine große Mehrheit will. Und das ist auch aus meiner Sicht ein großes Demokratieproblem. Wobei das gilt jetzt nicht nur für die CDU, das gilt für alle anderen Parteien auch, wenn ich falsch verstanden werde. Also dieses Problem der Koalitionsregierung, was eben dazu führt, dass Mehrheiten entwertet werden, ist aus unserer Sicht ein großes Problem. Danke. Dann würde ich gerne Herrn Lux fragen. Wie ist Ihre Position zur Ausländerinnenwahl? Also welche Rolle spielt das bei Ihnen? Und was denken, hoffen, glauben Sie, kann da in den nächsten Jahren passieren? Also die Position der Grünen ist, dass sie von Anfang an für ein Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer waren. Einwohnerprinzip, Leute, die hier leben, sollen auch wählen und mitbestimmen können ab einem bestimmten Zeitraum. Die Welt ist immer kleiner geworden, man reist viel mehr rum und wohnt und lebt und trägt auch Verantwortung mal woanders, wo man nicht die Staatsbürgerschaft hat. Wahlrecht gehört dazu. Ich denke, dass auch das bald Realität werden wird. Ich hoffe es auch. Und ich glaube, dass, Sie haben ja auf den Glauben gefragt, ich glaube, dass dass auch irgendwann die CDU dafür sein wird. So, die wird da auch nicht mehr lange drum rumkommen, noch zielt sie sich, aber es ist im Prinzip von den Mehrheiten ziemlich klar, dass so kommen muss. Das andere, dass man Verträge einhalten muss, wenn man zusammen regiert. Ja, das Problem Koalition und Einzelthemen ist eins, das ziemlich zugenommen hat, was auch ziemlich krass geworden ist. Es gibt ja etliche einzelne Themen, wo die Bürgerinnen und Bürger ganz anders entscheiden würden als die Parteien, teilweise sogar anders als die Parteien, die sie gewählt haben. Auf der anderen Seite brauchst du auch eine stabile Regierung. Du kannst
kannst halt nicht irgendwie Kanzler sein und einen Vorhaben reinbringen und übermorgen sagen sie ja, nee, ist nicht. Ja, so. Also dazwischen bewegen wir uns ständig. Deswegen ist das letzte Thema, was hier nur ganz kurz angesprochen worden ist, nämlich der Volksentscheid, natürlich auch eins, was ich wichtig finde, dass man bei vielen einzelnen Themen auch sagen kann, das ist uns jetzt so wichtig, da stimmen wir alle drüber ab, müssen keine Partei wählen, ja, kann ja auch in der CDU sein und Wahlalter 16 gut finden, soll es auch geben. Und die setzen sich dann dafür ein, dass es die Wahlalter 16 gibt und am Ende wählen sie dann trotzdem wieder die CDU. So stelle ich mir das vor, dass man auch viel mehr noch gefragt wird, nicht nur zu einer Partei, weil alles viel komplizierter geworden ist an den ganzen Fragen, die du in der Politik zu klären hast. Und eine Partei, die alles beantwortet, gibt es halt nicht, soll es auch nicht geben, zum Glück. So, und deswegen ist es wichtig, die Bürgerinnen und die Bürger ständig zu fragen oder Abstimmungen herbeizuführen über Einzelthemen. Wahlalter 16 und Wahlrecht für Ausländer und Ausländer sind wir trotzdem dafür. Ich muss auch sagen, vielleicht auch in der Partei angesprochen wurden. Ja, also erstens, ich finde unsere Demokratie und zwar im Wesentlichen ohne große Abstriche und zwar auch im Wesentlichen, wer gerade regiert, gut so wie sie ist. Und ich glaube nach wie vor, dass an dem Satz, die Demokratie ist das schlechteste Regierungssystem, das wir kennen, aber wir kennen kein besseres, das es gibt, aber wir kennen kein besseres, viel dran ist. Und deswegen ein großes Plädoyer für die Demokratie, so wie sie ist, inklusive den Problemen, die Koalition mit sich bringt. Die natürliche Koalition wird sich bringen, aber ich glaube nicht, dass man das anders viel besser regeln kann. Zweitens, und im Verlauf, wenn Sie sagen, Kuba ist ein super Beispiel für Demokratie, ich meine, da gibt es nur eine Partei, das wird jeder wählen darf, finde ich, ist an der Stelle jetzt kein so wesentlich, wesentlich gutes Argument, kein so wesentlich gutes Argument dafür. Übrigens, die Werte gibt es natürlich noch, wissen Sie auch. Man kann vielleicht noch vollständig dessen hier was erzählen. Drittens, Steuern. Die Geld ist ausgesetzt. Die Geld gibt es selbstverständlich, sie ist ausgesetzt, aber natürlich gibt es sie noch. Das ist ein Unterschied, weil es eine Frage kann, es Konflikte geben, immer noch eine Rolle spielen. Natürlich ist es so. Dritter Punkt: Steuern. Wird ja in dem Zusammenhang immer gerne diskutiert. Die Frage, wer Steuern zahlt, hat mit der Frage, kann er mitbestimmen, kann er wehren, etc. nichts zu tun, sondern Steuern zahlt man schlicht für den Erhalt von Straßen, von Schulen, von Kindergärten, von Krankenhäusern, von U-Bahn, nämlich all diejenigen, die hier leben und die sie auch nutzen. Und das finde ich ist auch genauso, wie es gedacht ist, auch richtig und hat mit der Frage Wahlmöglichkeit gar nichts zu tun. Vierter Punkt, ist es richtig, die CDU ist gegen ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige, weil für Mitglieder von EU-Staaten gibt es das ja schon. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir der Meinung sind, dass die Staatsbürgerschaft ein wesentliches Gut ist, auch noch zeitgemäß ist. Es ist auch nichts, wo wir sagen, es gehört dem letzten vorigen Jahrhundert an. Und wer in diesem Land leben möchte und sich hier engagieren möchte, der hat ja unterdessen sehr einfach eine gute Möglichkeit, sich hier auch einbürgern zu lassen. Ein Kollege von mir, der für das Ausländerrecht tätig ist, sagt immer, es ist viel einfacher, jemanden einzubürgern, als jemanden mit einem verlässlichen Aufenthaltsstatus, der keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, in Deutschland zu verschaffen. Und ich halte es nach wie vor für richtig, das Wahlrecht als eine Staatsbürgerschaft zu prüfen. Herr Reinhardt? Also ich meine, gut, wir haben es jetzt schon gehört, also wenn man sich natürlich von den 45 Staaten, die das grundlegende Auswahlrecht haben, einen rauspickt und dann sagt, ja, da sind jetzt aber natürlich Parteien, das finde ich jetzt irgendwie auch als bitte kein Kuba mehr. Argumentation auch ein bisschen, also offensichtlich gibt es da keine ernsthaften Argumente, wenn man das dann versucht, damit zu erklären. Ich denke schon, dass wir schauen können, dass wir uns auch ein Beispiel nehmen können an anderen Staaten in diesem Bereich und dass wir da auch schon schauen können, ob wir da vielleicht dann in diese Richtung auch ein bisschen stärker vorangehen können. Was bei der CDU ja wirklich immer als Kernargument gilt, das ja eben auch wieder angeführt wurde, ist ja, dass man Angst vor einer Entwertung der Staatsbürgerschaft hat. Unabhängig davon, ob man Staatsbürgerschaft jetzt gut oder schlecht oder 19. Jahrhundert oder 20. oder 21. Jahrhundert findet,
sehe ich einfach, ich sehe den Zusammenhang an der Stelle. Ich muss aber wirklich in etwa recht geben, wenn Menschen in einem Land von Entscheidungen betroffen sind, dann sollten sie auch an diesen Entscheidungen beteiligt sein. Und das sollte nicht eine, da sollte nicht das, das Argument sozusagen dann diese, diesen Prozess unterbrechen, dass man eben davor Angst hat, dass dann die Staatsbürgerschaft weniger wert wird. Ich denke schon, dass wenn man denn an die Staatsbürgerschaft in einer Form wichtig ist, dann muss man eben andere Wege finden, um diese Staatsbürgerschaft irgendwie hochzuhalten oder wertzuschätzen, als dass man jetzt irgendwie damit anfängt, den Menschen Grundrechte einzuschränken, nur damit sie, also die eben diese Staatsbürgerschaft nicht besitzen, nur damit sie es dann wirklich selber eben auch wertschätzen, dass es eine Staatsbürgerschaft gibt und man die auch erreichen will. Also da kann man, ja, sorry, da muss man sich irgendwie andere Sachen überlegen, aber Menschen Grundrechte einzuschränken, nur damit die dann eben sozusagen auf der CDU-Linie auch sind, was das angeht, finde ich irgendwie an der Stelle unangebracht. Außerdem gibt es ja noch mehr Punkte dabei. Zum Beispiel gibt es ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft und da ist ja auch die Frage, wie man dann damit umgeht. Meiner Ansicht nach, wenn man von Entscheidungen in zwei Ländern betroffen ist, wenn man zum Beispiel pendelt, sollte man auch in zwei Ländern wählen können. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass das ja Menschen systematisch nutzen würden, um irgendwie Wahlen zu beeinflussen oder in ihre Entscheidung durchzuführen. Herr Schrader, wie sind diese Argumente teilen? Oder haben Sie da noch andere Punkte zu? Definitiv würde ich sie teilen, aber beides. Ich habe auch noch andere Punkte. Also die Linke hat eine ganz klare Position, und zwar es sollte ein Wahlrecht geben für alle ab einer gewissen Mindestdauer, und zwar auf allen Ebenen, also von Bezirk bis Europa. Der Grund ist einfach auch diese ganze Idee, dass es irgendwie ein homogenes Staatsvolk gäbe, egal in welcher Einheit jetzt, die ist vollkommen veraltet. Ja, also irgendwie diese Idee, es gäbe irgendwie Deutschland zum Beispiel und da würden nur Deutsche wohnen, die haben die deutsche Staatsangehörigkeit und dann gibt es da jetzt ein paar Ausnahmen und die müssen dann halt irgendwie zusehen, dass sie schnell Deutsche werden, wenn sie wählen wollen, ansonsten sind sie halt draußen. So, es ist vollkommen veraltet. Wir haben eine völlig durchmischte Gesellschaft, es gibt gemischte Familien, es gibt völlig verschiedene Statusgruppen, ob das jetzt Staatsangehörigkeit oder verschiedene Aufenthaltsstatus, Aufenthaltstitel sind, die die Leute haben. Einziges Kriterium, das wirklich gelten kann, ist, dass man nach einer gewissen Zeit einfach hier gewesen ist. Da kommt halt immer dieses Argument, ja, man könnte ja, man braucht ja einen Anreiz, auch um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlernen, dass man hier sozusagen Mitglied der Gemeinschaft ist. Also, das finde ich auch völliger Quatsch. Was zählt ist, dass man hier irgendwie lebt, dass man Teil der Gesellschaft ist und dann, finde ich, darf man auch, muss man auch wählen dürfen. Mal abgesehen davon, das Staatsangehörigkeitsrecht und das Aufenthaltsrecht in Deutschland ist ja ziemlich restriktiv. Also, die Leute hängen, wenn sie meinetwegen als Flüchtlinge kommen und hier oft in irgendwelchen langwierigen Verfahren, bis sie überhaupt mal grünes Licht kommen, dass sie überhaupt da bleiben dürfen und nicht wieder abgeschoben werden. Wenn sie dann irgendwann mal die deutsche Staatsangehörigkeit anfangen, gibt es auch große Hürden. Das ist einfach, finde ich, keine Lösung. So. Und noch kurz Bemerkung zu Steuern, das sehe ich auch nicht als Kriterium, dass jemand hier Steuern zahlen muss. Da kommt man auch wieder in gefährliches Fahrwasser. Wenn man leider sagen kann, irgendwie jemand, der Steuern zahlt hier, an den deutschen Staat, der ist irgendwie wertvoller und der soll jetzt diese Rechte bekommen und andere nicht. Also was zählt, ist hier sein oder dazugehören. Zum Schluss, Frau Kibora, ja, das haben Sie schon ganz viele Pro-Argumente gehört. Können Sie noch was dazu sagen? Ja, also erstmal voraus, ich bin keine Juristin und schon gar keine Staats- oder Verfassungsrechtlerin. Ja, insofern kann ich mich was juristische Sachen angeht, bloß auf die Aussagen von anderen beziehen. Inhaltlich, in der Intention, in der Richtung bin ich da absolut der Meinung meiner Vorredner. Allerdings haben wir ja auch ein sehr hohes Gut und das ist unsere Verfassung. Und es ist ja nicht völlig umsonst, dass es ziemlich schwierig ist, die zu ändern. Also dass da sehr, sehr große Mehrheiten dafür gefordert sind und auch gesellschaftliche Mehrheiten dafür gefordert sind.
Es hat ein Verfassungsgerichtsurteil gegeben, das gesagt hat, das Staatsvolk hat eine hohe Bedeutung. So, das kann ich jetzt erstmal nur zur Kenntnis nehmen, vor allem als Nicht-Juristin. Was wir also tun können, das ist letzten Endes nur dafür zu sorgen, dass diese gesellschaftlichen Mehrheiten, aber auch diese politischen Mehrheiten im Parlament irgendwann so stabil sind, dass man diese Verfassung auch rechtssicher ändern kann, denn das ist nun mal die Grundlage unseres Zusammenlebens. Und dass wir nicht mit irgendwelchen Gesetzesänderungen dann dastehen und uns gesagt wird, das war jetzt aber verfassungswidrig und eure Wahl in eurem Bundesland Berlin oder so sind jetzt gar nicht gültig, weil ihr damit eurem Recht gegen die Verfassung verstoßen habt. Das klingt unheimlich langweilig und sehr zäh und so, aber das ist eben auch wirklich ein wichtiger Aspekt. Okay, jetzt haben wir noch sehr wenig Zeit, also noch 5 Minuten. Ich fände es trotzdem schön, wenn jetzt noch aus dem Publikum Menschen gerne Rückmeldung geben können. Und dann würde ich zum Abschluss dann quasi noch mal jeden bitten, nur einen Satz zu sagen vom Podium. Dann sozusagen dafür, ob Sie neue Erkenntnisse vielleicht mitgenommen haben oder irgendwas heute besonders bedenkenswert gefunden haben. Und genau die Frage würde ich jetzt auch gerne schon ans Publikum richten. Also gab es was Sie heute zum Nachdenken gebracht hat, oder wo Sie das Gefühl haben, da habe ich jetzt wirklich was verstanden oder da habe ich noch gar nichts verstanden und möchte mich gerne weiter informieren. So. Ja, jetzt weniger um Verständnis, sondern meine Meinung oder fast ein Sechser verteilt von was ich höre. Ich bin in der Integration als Schutz von Banco über die Grüne Partei und in die Beirat für Migration über die Piratenpartei. Und die Argumente von Frau Scheibel über die Alter sind nicht so gewachsen und ernst zu nehmen, denke ich. Aber ich bleibe bei den Migrantenfragen. Sie haben 2 Argumente gegeben, das einfacher wäre einzubürgern. Ich bin in Deutsch in 2003 geworden, mit einem Inderin verheiratet, Indoamerikanerin, die seit jetzt noch nicht eine befristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, obwohl das 3-mal beantragt, jede Mal mit 3 Jahre verlängert. Die Aufenthaltsbefristigung hat sie nicht bekommen. So ein Bild ist noch keine Frage. Das ist von fast 9 Jahren in Berlin mit 3 Kindern, sie darf nicht bestimmen. So wie die anderen Argumente, die Koalition ist der beste Fall. Ich denke, die Piraten haben keine Zwangsfrage in der Fraktion. Das sind Themen und nicht Kopf, Themen und nicht Partei. Und das ist sehr zukunftsfordernd, denke ich. Bezirksmäßig erstmal laufen, weil man möchte ja so den Bezirk so gestalten, wie die Menschen darin leben. Also man möchte Deutschland so gestalten, wie die Menschen leben wollen und nicht wie irgendwelche Interessen sie wollen. Wir reden hier ja über Menschen und nicht über irgendwelche Themen und irgendwelche Wahlzahlen und sonst irgendwas, sondern um Themen, die einfach um Menschen gehen, auch die in diesem Land leben und arbeiten. Ganz schnell, nur ein ganz kurzer Hinweis. Im letzten Jahr habe ich einen Grundkurs PW übernommen, Thema Demokratie, BVV-Wahl. Dachte ich mir, gut, erkläre ich mal kurz, worum es in der BVV-Wahl geht, frage nochmal ab und so weiter und so fort. Und habe flammendes Plädoyer, Sie erinnern sich vielleicht noch weniger, wählen zu gehen und was zu machen. Wir gucken nämlich alle an, also mehr alle nicht, aber das war ein ganz normaler Bewegungs an meiner Schule und es waren deutlich weniger als die Hälfte, die wählen gehen durften. Hatten halt keine deutsche Staatsbürgerschaft. Also, es war halt mein Grundkurs PW
Und also deutlich weniger als die Hälfte durften überhaupt wählen. Und das hat mich schon, also da war ich jetzt ein bisschen geschockt an der Stelle, weil ich auch gar nicht mehr so up-to-date. Ich dachte, in der BVV wäre das irgendwie mittlerweile weg. Also ich war wirklich ziemlich geschockt, dass das überhaupt nicht möglich war. Und das wollte ich einfach nochmal mitgeben, also als meine Praxis. Ja, danke schön. Dann ganz kurz. Ich will auch noch kurz sagen, dass ich außer das Argument von Frau Seibelt, so wie es ist, ist es gut, auch keine weiteren Argumente für, also Ergebnisse für Erfahrung. Und ich weiß, ich habe von diesen 52 Minuten eigentlich sehr wenig mitbekommen, also ich habe viel mitbekommen, aber ich weiß jetzt nicht so genau, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Danke. Kommt öfter vor, politische Diskussion. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal zum Anfang, also einfach jeder so kurz ein, zwei Sätze vom Podium, was war für Sie heute das, der wichtigste Punkt, aber wirklich nur zwei Sätze. Ja, also eigentlich fand es eine schöne Diskussion. Ich hätte mich gefreut, vielleicht noch ein bisschen mehr Meinung gekriegt zu haben aus dem Publikum, und vor allem, weil es Wahl 16 angeht, da wurde uns auch vorgehalten, dass die Leute uns eigentlich gar nicht wollen, getroffen. Aber ja, ich denke, ich so nein. Und bei dem anderen Thema habe ich mich auch gefreut, weil ich fand am interessantesten, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wegen diesem Konflikt, dass man einerseits mit Schülervertretungen und so aktiv sein soll, aber andererseits auch mit der Zeit halt auch durch den Schaden der Landesebene getroffen werden. Ansonsten von mir nur das Plädoyer, wir müssen eben alle Menschen mitnehmen und mit einbeziehen, aber uns auch nicht zu sehr nur auf die Wahlen konzentrieren, ist auch wichtig, aber eben auch auf die Zeiträume dazwischen, und als mehr Demokratie auch relativ. Ja, ganz ähnlich. Also ich denke, ich habe ja selber auch drei Kinder von 12, 13 und 15 und weiß ein bisschen, wie so Oberschulen aussieht. Aber mehr Zeit für Demokratie, für Jugendliche zu ermöglichen, das ist eine wesentliche Botschaft für mich. Ja, völlig neue Erkenntnisse habe ich ehrlich gesagt nicht gewonnen heute. Eine Erkenntnis, dass wir weiterhin eigentlich in der Stadt über den Parteien große Mehrheiten haben für Demokratiereformen, die aber wahrscheinlich im nächsten Jahr umgesetzt werden können, weil eine Partei das eben nicht will. Entweder müssen wir sie überzeugen, diese Position zu ändern, oder es muss eben dann irgendwann in Berlin eine andere Regierung geben, dann wird es auch wahrscheinlich eine Demokratiereform geben. Ja, mir geht es auch so, dass ich nicht so wahnsinnig viel neue Erkenntnisse mitgenommen habe, was auch daran liegt, dass ich in ähnlichen Straßen geworden seit 6 Jahren das Thema immer wieder diskutiere. Denn was mir aber wichtig wäre, dass es so eine Veranstaltung wie heute mit ihm oder mit Kollegen von ihm viel häufiger gibt und tatsächlich auch ihre Auffassung, ihre Position dazu mitzunehmen. Und natürlich denke ich immer über die Argumente, die ich höre, nach. Manchmal finde ich sie überzeugend, manchmal finde ich sie nicht so überzeugend, aber das finde ich jedenfalls wichtig, dass man da im Austausch macht. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich denke, ich habe die Position von mir und den Grünen klar gemacht. Das Gefühl war, Alter 16 für ein Ausländerwahlrecht für mehr Volksentscheide sind. Wichtig ist mir, dass trotz aller politischen Blockaden und schwierigen Fragen, die man nicht mal einfach so löst, trotzdem Meinungsaustausch wichtig wird. Ich habe vorhin angedeutet, dass die Welt komplizierter geworden ist und dass es uns die jüngeren Jahrgänge vor allem treffen wird. Und es immer schwieriger wird, sozusagen ordentliches Feedback von der Straße oder von Nichtpolitikern zu bekommen. Das führt dazu, dass die Parteien, wenn sie so weitermachen, sich mehr und mehr einmauern, unter den Leuten, die Mitglieder sind, wenig Austausch haben und dann nur auf Druck reagieren. Das ist schade. Das sollte eigentlich, wenn alle oder wenn jemand ein Anliegen hat, dann soll er nicht nur, weil er glaubt, dass er wirklich gehört, es nicht äußern, sondern das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn man nicht der Oberexperte ist, um jedem seine Meinung und sei es auch nur ein Gefühl zu äußern, unabhängig davon, ob es irgendwie mal durchgesetzt wird oder nicht. Also einfach mitmachen und ausprobieren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal an Sie im Publikum, dass Sie heute hier waren und auch diesen ganzen Tag mitgemacht haben. Ich hoffe, das war alles einigermaßen interessant und Sie haben jetzt auch Stoff, um damit weiter zu diskutieren.